Darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Gefällt Ihnen das dargebotene Programm, was wir heute für Ihnen haben? Super, bin noch nicht lange da, aber wollte mal schauen, ja? Sehr schön. Herzliches Grüß Gott dem Präsidenten des österreichischen Bauernbunds, Nationalrat Jakob Auer. Herr Auer, Sie sind die Vertretung der Bauern in der Regierung und gleichzeitig haben Sie selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wie sehen Sie die Position der österreichischen Landwirtschaft in Österreich und der EU? Ja, die österreichische Landwirtschaft hat also einige Vorteile im Rahmen der Europäischen Union, sie hat aber auch Nachteile. Die Nachteile sind die Strukturen. Die Größe oder die Kleinheit der Betriebe, die geografischen Nachteile, sind aber einige andere Vorteile, nämlich Österreich ist ein Tourismusland, daher ist der Absatz gefragt. Aufgrund der hervorragenden Qualität, die produziert wird, kann man den Bäuerinnen und Bauern nur sagen, danke für dieses Engagement. Wie sehen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten unserer landwirtschaftlichen Betriebe in den nächsten 20 Jahren? Wohin, glauben Sie, geht der Weg? Der Weg kann nur in Richtung Qualität, nachhaltiger Bewirtschaftung und ökologischer Bedeutung gehen. Tatsache ist, mit den großen Strukturen in vielen Ländern können wir nicht mit, aber mit unserer Qualität, mit der Nachvollziehbarkeit, wie produziert wird und wie es, das Land gepflegt wird. Und Landwirtschaft ist ja nichts anderes als Wirtschaft am Lande und davon profitiert der Tourismus und die Gäste aus allen Ländern der Welt freuen sich über die österreichische Landwirtschaft. Das ist sicher richtig. Wie sehr schadet der Einführungsstopp europäischer Lebensmittel nach Russland unserer Landwirtschaft? Und was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? Na, wir spüren natürlich die Sanktionen, die bedauerlicherweise die Europäische Union auf Zuruf der Amerikaner in diesem Ausmaß ausgerufen hat. Tatsache ist, dass der Bauernstand diese Problematik also leider in der Brieftasche spürt, weil es also für viele Bereiche Importstopp gibt aus russischer Sicht. Tatsache ist aber auch, wenn es gelingt, dem österreichischen Konsumenten mehr ins Bewusstsein zu rufen, dass er beim Einkauf auf österreichische Qualität zugreifen soll, dann wird man das größtenteils kompensieren können. Mit unserer Hofreis versuchen wir einen Teil dieses Beitrags zu leisten. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich habe jetzt unseren Herrn Bürgermeister vor der Kamera. Franz, du bist unser Bürgermeister und als Bezirksbauernkammerobmann. Was hat dich bewegt, diese Hofreis zu unterstützen?
Ja, was hat mich bewegt? Ich glaube, die Hofrast zu unterstützen ist eine ganz tolle Sache, weil es uns ganz besonders wichtig ist, den Konsument, die Öffentlichkeit zu informieren, was die Bauernschaft, was einfach alles geleistet wird, wie die Bauern produzieren, welche Lebensmittel das wir machen, diese Zusammenhänge der Lebensmittelproduktion, der Landschaftserhaltung und doch dem auch Brauchtum und Kultur zu vermitteln. Das war uns ganz besonders wichtig. Und dann haben wir uns noch eingeklinkt auch von der Gemeinde mit dem Wasserbehälter, dass auch der Konsument sieht, wie das Wasser eben hier in Wartburg für unsere vier Gemeinden, wo das gelagert wird, wie es eben auch hier gepumpt wird. Und das ist ganz besonders wichtig, dass wir hier den Konsumenten informieren. Sepp, du bist ein sehr engagierter Bürger unserer Gemeinde. Sei es bei der Nikolausauffahrt oder als Reiter beim Martinsfest haben wir die auch schon gesehen. Um nur einige Beispiele zu nennen, da gibt es noch ganz viele. Und auch heute hast du dich dankenderweise zur Verfügung gestellt. Mit deinen Gerätschaften demonstrierst du uns, wie Landwirtschaft früher funktioniert hat. Was mich persönlich interessieren würde, hast du das selber auch noch miterlebt als Kind, wie das gegangen ist damals? Ich habe es noch miterlebt als ganz kleiner Bub. Wir haben 1957 einen Traktor gekriegt und vorher, ne, ich bin 45er Jahrgang, sind wir natürlich mit den Maschinen noch gefahren. Ich bin selber noch gefahren mit so einer, aber Futter gemacht, direkt habe ich nicht. Das hat seinerzeit der Vater gemacht. Ich habe das erste Mal jetzt vor ein paar Wochen probiert. Okay? Aber ich bin natürlich immer mit der Landwirtschaft, also als Landwirt sowieso, landwirtschaftlich verbunden immer. Und einer, der was halt alles aufheben muss, zum Leidwesen der übrigen Familie, nicht? Aber das ist ja nicht immer so ganz gut geheißen. Aber naja, man sieht die Dinge, ich glaube, es gibt nur drei so Mähmaschinen in ganz Wartburg. Die weiß ich persönlich. Mehr gibt es nicht mehr. Ne? Thomas, du bist der Chef der hiesigen Landjugend. Du bist noch gescheit jung. Du bist beim Dreschen. Wie kommst du überhaupt zum Dreschen? Was bewegt dich dazu, dass du das machst? Ja, also ich möchte einfach die Tradition von früher weiterhalten. Mhm. Die jungen Burmer, genauso ich bin auch noch sehr jung. Wir müssen das, wie es früher war, ein wenig weiterführen. Ich darf jetzt mal mehr in Lachmeier Roland begrüßen. Der Roland ist einer der Mitinitiatoren der Hofras. Ich darf jetzt mal so sagen, die Hofras ist bei dir entstanden. Das Gedankengut, das haben wir dankenswerterweise dir zum Verdanken. Der Roland ist aber auch Chef der Feuerwehr Strinzing. Dieser Tag ist sehr engagiert und sehr eingespannt. Du bist aber trotzdem angehender Junglandwirt und wir stehen jetzt vor eurer Hoftafel, die wir gemacht haben. Roland, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Betrieb. Ja, unser Betrieb, der umfasst 37 Hektar Eigengrund. Wir haben davon 16 Hektar Wald und wir bewirtschaften zusätzlich von zwei Nachbarbauern nur 10 Hektar Bachgrund. Wir haben einen Schweinezuchtbetrieb und haben seit heuer im Frühjahr zusätzlich nur für 150 Mostplätze einen Stall gebaut. Und ja, das ist eigentlich von unserer Betriebsform EOS. Ricky, eine meiner Mitarbeiterinnen bei mir vor der Kamera, danke, dass du schnell Zeit genommen hast. Das ist Travi, ich sehe es. Ricky, ich darf dich einfach gern fragen, warum bist du gern aktive Bäuerin? Was bewegt dich dazu? Also ich muss einmal sagen dazu, ich bin sehr gerne Bäuerin, ich möchte mit Korn tauschen. Wir sind in der freien Natur tätig und ich arbeite gern mit Tieren und ich bin daheim bei den Kindern. Ich brauche mir nicht freinehmen oder sonstiges, wenn Kinder krank sind, man ist einfach daheim, man ist immer da und wir produzieren gesunde Lebensmittel. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir eben was Ordentliches am Tisch haben und für die Konsumenten produzieren. In der Ortsbauernschaft bin ich auch schon einige Jahre tätig und wir machen gemeinsam Kurse, wo wir uns weiterbilden können. Und es ist immer was Neues da und es ist ein super Team, wo viel mitarbeiten und wo wir sicher auch unseren Spaß haben. Das ist auf jeden Fall der Spaß, sollte nicht zu kurz kommen. Das Superteam, das kann ich nur bestätigen. Ich danke in dem Rahmen jetzt alle meine Mitarbeiterinnen. Sie haben sich wirklich gescheit eingesetzt und ich weiß das sehr zu schätzen und danke für die Unterstützung.
zum Beispiel Wasser und Honig. Man kann veredeln mit Weintrauben und das tun wir da wieder stärken. Aber dahinter riecht es ja wie stark, oder wie süß oder wie herb, muss man nicht sehen. So riecht ein Zaun und so viel dann auch. Du als Ortsbauernobmann und Veranstalter der Hofras, wie bist du mit dem Verlauf zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, trotz dem Wetter. Also Veranstalter sind wir zwei miteinander. Aber es wird sich sicher im Verlauf vom Film schon gesehen haben. Trotz dem Wetter sind zahlreiche Besucher gekommen, von ganzen Nachbargemeinden und weiter weg. Also kann man nur zufrieden sein und das Programm hat hingehauen und war empfehlenswert, sowas vielleicht nochmal zu machen. Super. Danke. Nach unserer Zeit dann, oder? Bei mir schon. Bei mir sitzt die Bezirksbayerin Sonja Kinninger. Herzlich willkommen bei uns auf der Hofras. Sonja, als Bezirksbayerin, wie stehst du zu so einer Veranstaltung wie der Hofras? Ja, das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Ich muss sagen, ich bin mit meiner Familie heute unterwegs. Mit Mann, Enkel, Kinder. Und wir genießen den Tag wirklich voll. Wir sehen, was sie so tut in jeder Betriebssparte. Genauso interessant ist, wenn man sieht, wie früher gearbeitet wird. Also ich muss sagen, ich muss euch wirklich gratulieren. Ihr habt da eine tolle Hofras organisiert. Dankeschön. Ich sage danke fürs Gespräch, Sonja. Danke. Ja. Herbert, du bist seit Jahren erfolgreicher Verkäufer für das Lagerhaus Technik Center. Du hast viele Entwicklungen miterlebt. Wohin geht denn der Trend bei den Landmaschinen momentan? Ja, ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Die Zeit hat sich sicher verändert. Die Technik ist einfach immer mehr geworden. In letzter Zeit wird einfach auch die Kombinationen immer mehr. Und auch die Technik für GPS wird auch mehr, wo einfach der Landwirt einfach große Vorteile hat, weil einfach immer schneller und Genauigkeit, entweder beim Sehen und beim Spritzen wird das immer, oder beim Düngen, werden die Felder angelegt. Und wenn er das einmal eingespielt hat, dann fährt er das nächste Mal genau wieder in diesen Anfang wieder hinein. Das ist einfach Ersparnisse und einfach die Betriebe werden einfach immer größer. Früher waren die Betriebe 20 Hektar, heute haben wir schon 40, 50 Hektar und ist einfach, der Arbeitseinsatz ist immer mehr. Überbetriebliche Maschinen kommt auch in nächster Zeit noch mehr, weil einfach die Maschinen größer werden, wo einfach dann die Maschine mehr ausgenutzt ist. Danke, Herbert. Ich wünsche dir weiterhin so erfolgreiche Geschäfte.